Mahlzeit, Freunde, und willkommen zu einem spontanen Video. Ich bin auf der Straße, bin gerade auf dem Weg zum neuen Ford-Standort von meinem Partner Schröder Teams. Wir haben da gleich einen kleinen Videodreh, wo ich mit meiner Harley durch den neuen Laden fahren werde. Und ich dachte, ich nutze die Zeit und mache auf dem Weg dahin mal ein kleines Q&A. Ich habe bei Instagram, könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr es noch nicht tut, eine kleine Fragerunde gemacht und mir ein paar Fragen dort rausgeschrieben. Die habe ich mir hier jetzt in eine kleine Notiz im Handy gepackt. Und die werde ich euch jetzt einfach mal beantworten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar, woran erkennt man eine Diner? Also es sei erstmal gesagt, Diner ist einfach quasi eine Bezeichnung einer Baureihe. Und es ist relativ einfach zu erklären. Also die Diners werden mittlerweile nicht mehr gebaut. Wurden so gesehen ja komplett von der Softail-Reihe so ein bisschen, sage ich mal, abgelöst. Und es ist relativ einfach. Eine Diner erkennst du eigentlich ganz typisch daran, dass die eben hinten am Heckfender außenliegend die Stoßdämpfer und Federn halt sitzen haben. Ich blende euch da auch mal ein Bild ein. Bei einer Softail ist es ja so, dass eben ja, das Federdämpferpaket nicht sichtbar ist. Ganz früher bei den alten Softails war das unten so am Rahmen mäßig, unterm Öltank, glaube ich. Und heutzutage bei den Softail-Modellen, so wie meine jetzt hier, ist es ja quasi so unterm Sitz versteckt. Ne? Das ist quasi der Unterschied bei Diner und Softail-Modellen. Da darf man sich jetzt nicht täuschen lassen. Es gibt auch viele Sportster-Modelle, die halt eben außenliegendes Federdämpferpaket haben. Das sind dann keine Diner-Modelle. Die Diner-Modelle sind, sage ich mal, die größeren Modelle, die das Paket halt eben außenliegen haben. Frage Nummer 2, Meinung zur 30-30 Nockenwelle für die Lowrider S. Ich denke, da meint er dann die Star Racing 30-30, die ist ja sehr, sehr beliebt und in aller Munde seit einiger Zeit. Haben wir letztens auch noch verbaut bei einer Breakout mit dem 117er Motor, dementsprechend ja quasi gleiche Motor wie jetzt hier bei mir in der Lowrider S. Ich bin noch keine Lowrider S damit gefahren. Habe aber damit der Breakout, denke ich, einen ganz guten Anhaltspunkt. Ich persönlich finde die Nockenwelle super. Also wenn man es vernünftig verbaut, ein gutes Mapping drauf hat, die hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Also vom Sound her würde ich sagen, das Beste, was ich bisher gehört habe, nockenwellenmäßig. Gefahren bin ich die jetzt noch nicht wirklich eine große Strecke, aber so, sage ich mal, auf einer kleinen Runde da auf dem Parkplatz und so bei uns, hat die auf jeden Fall schon Zug. Ne? 30-30 steht ja für 30 PS, 30 Newtonmeter mehr. Das spricht ja, denke ich mal, für sich. Solche Themen wie ja, Haltbarkeit und sonst was kann ich euch jetzt gerade so nicht viel zu sagen. Da habe ich selber keinen Erfahrungsbericht und dann tue ich mich da schwer, sage ich mal, Aussagen zu tätigen. Habe aber jetzt beim Händler selber noch nichts mitbekommen, dass da Probleme aufgetreten sind, wenn man die Wartungsintervalle eingehalten hat. Denke, da solltet ihr einfach sonst nochmal beim Spezialisten fragen, ruft gerne bei uns an. Der Kollege bei uns aus Osnabrück, der Christoph, der kann euch da bestens beraten. Nächste Frage, kann man die Spiegel bei der Lowrider S nach unten drehen oder kommt man dann an den Tank? Also wie ihr seht, oh, ist grün. Wie ihr seht, ich komme da auf jeden Fall easy dran vorbei, also das geht. Ich habe wirklich nach dem Video über mein Bike unnormal viele Nachrichten bekommen, wo viele Leute sagen, sie haben auch eine Lowrider S und bei ihnen kommen die Spiegel an den Tank und ja, die Werkstatt hätte gesagt, das würde nicht gehen. Das ist Bullshit, also das geht auf jeden Fall. Wenn die Spiegel an den Tank kommen, dann denke ich, wird das an einer von zwei Sachen liegen. Entweder euer Lenker ist in der falschen Position, das heißt, der ist ja zu weit nach unten geneigt, sodass die Spiegel tiefer kommen. Das heißt, man müsste hier vielleicht die Schrauben losnehmen und den Lenker leicht nach vorne neigen. Oder es liegt daran, dass hier das Gehäuse, wo die Spiegel befestigt sind, falsch geneigt ist. Eins von den beiden kann ich mir nur vorstellen. Da müsstet ihr dann einfach dementsprechend beide Positionen vielleicht mal losnehmen, so ein bisschen rumprobieren und die Spiegel halt in die Position bringen, wo sie halt am Tank vorbeigehen. Also bei mir ist da ohne Ende Luft. Ne? Also wenn wir jetzt hier anhalten, zeige ich euch das nochmal kurz. Hier, also da passt auf jeden Fall, da passt mehr als ein iPhone, passt da auf jeden Fall drunter her. Dementsprechend, das funktioniert. Könnt ihr serienmäßig machen. Wenn eure Werkstatt sagt, das geht nicht, könnt ihr den von mir schönen Gruß ausrichten, dann haben sie keine Ahnung. Nächste Frage. Lieber höhere Riser verbauen oder direkt einen komplett anderen Lenker? Was würde ich empfehlen? Also, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Ich finde, da gibt es auch keine pauschale Antwort. Sondern es hängt sehr davon ab, was möchte man für einen Look erzielen. Es gibt natürlich Leute, die wollen jetzt vielleicht halt den hundertprozentigen Clubstyle-Look haben und das geht wahrscheinlich mit einem T-Bar-Lenker noch besser als mit Pullback-Risern. Ich persönlich finde, man sollte es davon abhängig machen, ob man mit seinem Serienlenker erstens zufrieden ist und ob der Serienlenker vom Stil her
ins Konzept passt. Also bei mir, ich finde den Serienlenker top, der sieht gut aus, der fährt sich gut. Sehe ich jetzt keinen Sinn darin, den irgendwie zu erneuern. Dementsprechend kommen bei mir bald dann Pullback Riser dran und dann habe ich halt auch eine bessere Fahrposition und das ganze Thema ist gelöst. Nächste Frage. Stimmt es, dass Harleys unzuverlässig sind? Ich mache mal kurz den Helm auf. Mir wird nämlich warm. Nicht nur wegen der bescheuerten Frage, sondern weil es wärmer ist, als ich dachte. Also, meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht. Natürlich muss man immer so ein bisschen schauen. Ältere Fahrzeuge werden vielleicht eine geringere Zuverlässigkeit haben als neuere. Das liegt aber auch einfach am Alter und im Stand der Technik. Wenn ich eine komplett überholte alte Chevrolet habe und die gut warte, wird die mit Sicherheit auch eine super Zuverlässigkeit haben. Aber natürlich, wenn ich jetzt ein 2023er Modell kaufe oder 24er, so wie hier meine Lowrider S, da habt ihr gar keine Probleme. Bringt ihr die einmal im Jahr zur Inspektion und mehr habt ihr damit nichts zu tun. Also meiner Meinung nach, ich habe noch nie ein Problem gehabt mit noch keiner Harley. Immer super zuverlässig, nie irgendwas gehabt. Klar, es gibt immer Sachen, wo man Stories hört, dass einer irgendwie bei 1000 Kilometern Motorschaden hat, aber das gibt es überall. Das gibt es bei jeder Automarke, das gibt es bei jeder Motorradmarke. Das ist einfach so, ne? Ausnahmen bestätigen halt die Regel. Der einzige Flaschenhals bei Harley, schon immer gewesen, ist halt die Batterie. Das heißt, wenn ihr jetzt 1000 Mal die Zündung an- und ausmacht, ohne das Motorrad zu starten, dann kann das schon mal irgendwann schwer werden, dass der Anlasser diesen Hubraum hier noch bewegt kriegt. Dementsprechend würde ich empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Ladegerät an euer Motorrad anzuklemmen, um einfach die Batterie immer voll zu behalten, dann würde ich das tun. Das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, das könnte mal sein, dass das Bike nicht anspringt, weil die Batterie leer ist. Aber hatte ich persönlich auch noch nicht und ich habe bisher seit über einem Jahr hier noch kein Ladegerät dran gehabt. Jetzt geht es nochmal ums Thema Dyna und Softail. Und zwar ist die nächste Frage, sollte man lieber eine Dyna Street Bob kaufen oder eine Softail Street Bob? Das finde ich ist auch von vielen Faktoren abhängig. Da gibt es glaube ich auch kein richtig oder falsch. Beides coole Motorräder. Da muss man wissen, was man halt will, ne? Also wenn ich mir jetzt eine Dyna Street Bob mit einem Twin Cam Motor kaufe, habe ich vielleicht nochmal einen geileren Charakter vom Sound her. Die Softail Modelle haben vielleicht dann einen Motor mit ein bisschen mehr Power und fahren sich vielleicht einfach auch nochmal ein bisschen schöner vom Fahrwerk und sowas. Dementsprechend ist das einfach eine Abwägungssache, was ihr wollt. Also da gibt es kein richtig und falsch. Wenn man ein bisschen mehr rohes, pures Harley-Feeling haben will, dann sage ich, kauf dir eine Dyna. Und wenn das Budget vielleicht auch ein bisschen schmaler ist, wenn du ein bisschen mehr Budget hast, gerade auch zum Umbauen und du einfach ein bisschen moderneres Fahrverhalten haben möchtest, möglichst wenig Kopfschmerzen haben möchtest, dann sage ich, kauf dir eine Softail. Die nächste Frage ist sehr interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und zwar hat einer gefragt, ob es möglich ist, bei einem alten Modell der Street oder Road Glide die neue 2024er Kanzel vorne anzubauen. Und zwar so, dass der Bildschirm und die ganze Elektronik voll funktionstüchtig ist. Machen wir eben hier rüber, ich bin nämlich schon ein bisschen spät dran. Sehr schwierige Frage, also kann ich jetzt auch nicht 100% beantworten, wollte ich aber trotzdem mit reinnehmen, weil ich es einfach interessant finde. Auch als Diskussion für die Kommentare vielleicht. Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, möglich ist alles. Also umbauen kann man immer alles. Ob das Ganze dann erstens, sage ich mal, TÜV-konform ist und zweitens technisch einwandfrei funktioniert, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber also ich sag mal, die Kanzel rein optisch, denke ich, ist kein Problem. Das Licht und die Blinker und so zum Leuchten zu kriegen, würde ich sagen, ist auch kein Problem. Das Einzige, was vielleicht technisch ein bisschen schwieriger sein könnte, ist das Infotainment-System. Da weiß ich nicht, ob man da halt eben dann ein anderes Steuergerät irgendwie braucht oder ja, wie das halt eben dann geregelt oder angeklemmt ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt. In welchem Kostenumfang das Ganze sich dann bewegt, sei mal dahingestellt. Aber ja, ich bin mal gespannt. Es wird ja mit Sicherheit mit der Zeit irgendwelche Kits geben oder so, wie man zumindest optisch das Ganze halt umbauen kann, ne? Welches Motorrad würde ich eher empfehlen? Street Bob oder Lowrider S? Hier sprechen wir jetzt über die Softail-Modelle. Ist auch Geschmackssache. Also ich persönlich für mich würde die Lowrider S wählen. Deswegen habe ich sie ja auch gekauft. Ist ja logisch. Heißt aber jetzt nicht, dass ich das Motorrad empfehlen würde. Also es gibt mit Sicherheit Personen oder Umstände, wo eine Street Bob besser ist als eine Lowrider S. Das kommt erstens ganz stark darauf an, was für einen Umbau will man machen. Will man überhaupt einen Umbau machen? Was ist dein Fahrstil? Also wenn du eh nur chillig cruist, dann würde ich sagen, tut es auf jeden Fall die Street Bob
auf jeden Fall deutlich mehr vielleicht. Wenn du auch mal ein bisschen dynamischer fahren willst und diesen Spagat haben möchtest zwischen Cruisen und Ballern, dann denke ich, bist du eher bei der Lowrider S. Ja, aber grundsätzlich sind das beide super Motorräder. Die vorletzte Frage, was ist deine Meinung zur Harley-Davidson Street 750? Also finde ich ein ganz komisches Motorrad, kann ich mir auch wirklich nicht erklären, was sie sich dabei gedacht haben. Würde ich mir persönlich niemals kaufen, ich finde das Motorrad wirklich sehr hässlich. Aber gut, das ist Geschmackssache, wird bestimmt auch Leute geben, die sagen, das ist mein Traumbike, das respektiere ich natürlich auch. Ich sehe in dem Motorrad keinen großen Sinn, ich glaube nicht, dass das das wertstabilste auf Dauer sein wird. Das Motorrad hat nicht viel Hubraum, wie gesagt, sieht optisch meiner Meinung nach nicht gut aus. Und von dem, was ich gehört habe, ist das fahrerisch jetzt auch nicht das allerspektakulärste. Also meiner Meinung nach eher negativ. Wenn irgendjemand das Bike mal gefahren hat, also wirklich länger gefahren hat oder auch besitzt oder besessen hat, schreibt mal gerne was dazu in die Kommentare. Ich würde grundsätzlich einfach objektiv gesehen vielleicht erstmal von dem Kauf abraten und vielleicht ein anderes Modell holen, was beliebter ist und somit vielleicht auch wertstabiler. Wir müssen eigentlich jetzt nur noch durch den Tunnel, den nehmen wir jetzt auch noch mit. Und danach beantworte ich euch die finale Frage. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Aber erstmal ein bisschen den Sound genießen. Ich mache mal das Visier auf. Wenn ihr mal in Bielefeld reinfahrt, genau hier wird geblitzt. Boah, Alter, das ist immer wieder geil, Alter. Ich liebe diese Auspuffanlage und diesen Sound einfach so dermaßen. So, da sind wir bei der letzten Frage. Und zwar, die Frage ist, welche ist die beste Harley für Anfänger? Die meistgestellteste Frage, glaube ich, of all time, egal auf welcher Plattform. Und diese Frage muss ich gar nicht beantworten, denn da kommen wir auch schon zur Überleitung. Da ich jetzt in ungefähr 300 Metern wahrscheinlich am Ziel bin, würde ich euch verweisen auf eins der letzten Videos. Und zwar habe ich einen kompletten Anfängerguide gemacht zum Thema beste Harley für Fahranfänger oder Leute, die zur Marke wechseln. Und euch wird vielleicht überraschen, was ich dort erzähle, denn ich empfehle nicht unbedingt das leichteste Motorrad. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß. Ich verlinke euch das Video jetzt direkt im Anschluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal und viel Spaß beim nächsten Video. Macht's gut und haut rein. Eignet sich eine Harley-Davidson als Anfängermotorrad? Dieser Frage möchte ich heute mal auf den Grund gehen, denn das wurde mir unfassbar oft gestellt in den YouTube-Kommentaren, auch per Instagram-Nachricht. Haben sehr, sehr viele von euch gefragt, ob eine Harley-Davidson und vor allem meine Lowrider S auch ein Motorrad ist, was für Fahranfänger oder Leute, die von einer anderen Marke auf Harley umsteigen wollen, Sinn macht.